Yeah.
Ich kann mich immer noch erinnern, wo es war. Ja, ich auch. Ah, hier unten ist es. Ja, hier im Nordstrom. Ja, im Nordstrom. Genau. Okay, alles gut. Y? Nee, Timo. Timo. Bitte schön. Ganz lieb, danke. Gerne. Alles Gute. Gerne. Michael, Saisonabschluss heißt immer so ein bisschen Abschied nehmen. Konkret haben wir heute 7 Spieler verabschiedet, unter anderem dich. Wie blickst du so auf deine Lockzeit zurück? Ist da ein weinendes Auge oder Wehmut oder auch Vorfreude auf was Neues? Natürlich immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich werde auf jeden Fall die Jungs vermissen, die ganze Atmosphäre hier, weil es ist schon was Besonderes in Leipzig auf jeden Fall. Kleid ich es mir ein bisschen anders für mich persönlich vorgestellt. Ich denke, das geht jedem Spieler so, der wenig spielt. Aber ja, Fußball ist nun mal so, aber ich freue mich auch auf irgendwas Neues dann, was kommen wird. Du sprichst an, wenig gespielt. Woran lag das? Ist die Konkurrenz in der Mannschaft? Ist das Niveau sehr hoch, dass es einfach schwer ist, da sich durchzusetzen? Sagst du, du hast individuell vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial gehabt und das nicht ganz ausgenutzt. Was denkst du? Naja, ich glaube, gerade in der Hinrunde oder im größten Teil der Saison lief es einfach unfassbar gut, wo es einfach wenig Grund zum Wechsel gab. Dann hatte ich persönlich noch das Pech, dass Pfeffi eben eine überragende Saison spielt, das muss man einfach anerkennen. Von daher, ich habe immer mein Bestes gegeben, also ich kann selber sagen, ich bin mit mir zufrieden und im Endeffekt ist es so, wie es ist. Ich glaube, das honorieren auch ganz, ganz viele Lokfans. Das sieht man ja, wenn du hier über den Platz läufst. Du bist da genauso ein gefragter Mann wie alle anderen auch. Du hast jetzt die Gelegenheit, sofern du es schon selber weißt, wohin geht denn die Reise im nächsten Jahr bei dir? Leider weiß ich das noch gar nicht. Also Gespräche laufen, aber es ist noch nichts Konkretes. Viele Vereine planen auch selber jetzt erstmal mit ihrem aktuellen Kader, führen da Gespräche. Von daher lasse ich erstmal alles auf mich zukommen. So, wir legen mal los. Jan-Ole, heute der Saisonabschluss leider ohne dich im Tor. Wie kam es, dass du heute nicht in der Startaufstellung standst? Alme wollte dem Niklas nochmal ein Spiel geben zum Abschluss auch. So, auch, ich denke, für die Planung für nächste Saison, dass es ihm da ein bisschen Aufschluss geben kann. Und ja, von daher hat er das Spiel bekommen, was auch für mich vollkommen in Ordnung war. Und ich denke, er hat es gut gemacht, hat auch nochmal Spaß gehabt. Und war, denke ich, auch ein guter Abschluss für ihn nochmal, ja. Sehr gut. Und heute mit einem Sieg zu Ende gegangen, ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, auch für dich. Was waren so die Highlights in der Saison für dich? Ja, dadurch, dass die Liga viele, sage ich jetzt mal einfach, traditionsreiche große Vereine hat, gab es schon relativ viele Highlights hier, fand ich. Auch gerade so gegen Chemie, gegen Chemnitz, gegen Cottbus, auch gegen BFC oder in Jena. Also waren schon viele geile Spiele dabei, muss man echt sagen, wo es auch richtig Spaß gemacht hat zu spielen. Und allgemein war die Saison ein Highlight, weil es lief ja eigentlich lief richtig gut für uns. Und die Fans waren geil, die Stimmung in der Mannschaft war gut, hat also richtig Spaß gemacht, ja. Und wie erklärst du dir, dass wir auswärts so stark waren und zu Hause das nicht ganz mitnehmen konnten? So als Torwart von hinten sieht man das Spiel doch immer ein bisschen anders. Ja, gute Frage. Das ist, denke ich, schwierig zu erklären, kann ich mir selbst auch nicht erklären. Ich denke, zu Hause haben wir halt oftmals auch unglücklich verloren, wo wir klar die bessere Mannschaft waren, auch gerade jetzt gegen Chemnitz das Rückspiel oder gegen Altklinike, wo wir halt dann, sag ich mal, ja, die Tore auch nicht gemacht haben und dann hinten halt die Tore bekommen haben, wo wir halt auswärts das besser gemacht haben. Aber ich denke, so vom Spielerischen her kann man uns zu Hause auch nichts vorwerfen, dass wir da trotzdem immer super gespielt haben. Und klar, dann haben wir halt zu Hause ein paar Spiele mehr verloren, als wir auswärts verloren haben. Aber so, denke ich, war es im Großen und Ganzen doch schon eine erfolgreiche Saison, ja. Und war es vielleicht auch ein bisschen Kopfsache, dass man auswärts nicht so den Favoritendruck hatte und zu Hause irgendwie immer mit dem Druck von den eigenen Fans? War das ein Problem für die Mannschaft oder war das nicht der Grund?
Nee, ich denke nicht, dass das der Grund war. Also ich meine, außer jetzt, wenn man in Luckenwalde spielt zum Beispiel, da hat man ja auch den Favoritendruck mehr oder weniger oder andere Spiele. So. Also von daher denke ich nicht, dass das so der Faktor war. Ich denke halt eher, dass wir einfach unglücklich verloren haben. Auch gerade, wie ich eben gesagt habe, gegen Chemnitz und gegen Alt-Klinike waren halt so Spiele, wo wir eigentlich klar besser waren, aber halt die Tore nicht gemacht haben. Und das einzige Spiel, wo ich sage, wo wir zu Hause ja, verdient verloren haben, war tatsächlich gegen Energie Cottbus das Hinspiel. Aber so ansonsten war es zu Hause halt einfach zum Teil auch unglücklich, wie wir verloren haben. Ne? Nimmst du aus deiner Zeit bei Lok auch was Positives mit? Auch wenn es nur ein Jahr war, nimmst du hoffentlich vieles mit von uns? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich nehme viele positive Aspekte mit. Jedes Spiel hat mich weitergebracht, jedes Spiel hat Spaß gemacht und ich denke, dass ich auch hier wachsen konnte mit den Fans, mit dem Spielsystem von Alme, mit den Jungs. Also so hat es im Großen und Ganzen sehr viel Spaß gemacht, ja. Sehen wir dich nächstes Jahr in der dritten Liga? Das weiß ich selbst noch nicht, wo er mich nächstes Jahr sieht, also müssen wir mal abwarten. Steht noch nicht fest. Ole, sieh was! Alles Gute, Ole! Danke. Alles gut. Danke. Ciao. Jetzt ist der Damir bei uns. Damir, sag nochmal, heute 2 Minuten haben gereicht für einen Assist. War ein gutes Spiel heute von uns, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das Spiel kontrolliert von der ersten bis zur 90. Minute. Die Spieler aus Luckenwalde können auch ein bisschen Fußball spielen. Das mit 2 Minuten ein Assist. Hätte mir 10 Minuten gegeben, hätte ich einen Assist und noch ein Tor gemacht. Sehr gut. Auf jeden Fall eine gute Saison. Bist du irgendwie zufrieden damit oder doch ein bisschen enttäuscht, weil am Ende mehr drin war? Naja, also am Ende des Tages hätte vielleicht noch mehr rauskommen können. So. Aber ihr wisst ja alles selber, wir hatten durch Corona jeden Mittwoch und Samstag Spiel und irgendwann haben wir die Kraft nicht mehr gehabt oder keine Ahnung, was auch immer. Aber im Großen und Ganzen können wir schon zufrieden sein. Okay, aber der Ehrgeiz ist auf jeden Fall bei dir da, nächste Saison ein bisschen höher zu spielen. Man munkelt, da wird es wohl einen Drittliga-Verein geben, der sich für dich interessiert. Kann es sein, dass deine Trikotfarbe nächstes Jahr auch wieder gelb ist? Das weiß ich leider nicht. Also eine Liga höher wäre auf jeden Fall gut so. Aber wenn es die Regionalliga wird, dann wird es halt die Regionalliga. Wenn es Oberliga wird, dann wird es Oberliga. Also, aber mein Anspruch ist schon ein bisschen höher zu spielen, das auf jeden Fall. Und wir müssen dann halt schauen, was am Ende passiert. Hast du auch in der Mannschaft hier in den 2 Jahren nicht nur gute Kollegen gehabt, sondern auch Freunde gefunden, die du, sag ich mal, mit über deine Zeit bei Lok mit hinausnimmst? Der Bogdan Rangelov zum Beispiel. Er war kein Freund für mich, sondern mein Bruder. Er war ein Bruder für mich, wirklich ein Bruder. Weil wir haben die gleiche Mentalität. Er kommt aus Serbien, ich komme aus Bosnien. Also meine Eltern kommen aus Bosnien und wir haben halt die gleiche Mentalität. Wie gesagt, wir sind keine Freunde, wir sind Brüder. Und ihn werde ich auf jeden Fall sehr, sehr vermissen. Okay, und sonst auch bist du mit dem Verein bei Lok hier auf jeden Fall zufrieden gewesen in den 2 Jahren? Hast dich wohl gefühlt oder gab es doch was dich gestört hat? Also eigentlich hat mich gar nichts gestört, wirklich. Ist ein geiler Verein. Schau das mal an, also das ist unglaublich. Also geile Fans. Geiles Stadion, die Stimmung war auch immer geil, also... Ja, immer vielleicht nicht, aber gut. Warst du mit deinem Trainer zufrieden? Ja, war auch sehr zufrieden mit dem Trainer. Also er hat mich auch oft spielen gelassen, so ist er nicht. Also ich mag ihn wie ein Vater, er war für mich auch so ein bisschen wie ein Vater hier. Aber wird Zeit für eine neue Herausforderung und mal schauen, was sich ergibt. Wir werden dich verfolgen. Auf jeden Fall 41 Spiele für Lok. Leider kein Tor. Vielleicht gelingt dir das ja dann bei deinem neuen Verein. 41 Spiele? Nee, ich habe mehr gehabt. 46. Ich habe gestern noch nachgeschaut. Gestern habe ich noch nachgeschaut. 46 waren. Dann stimmt das beim Kicker vielleicht nicht ganz. Müssen wir nochmal recherchieren auf jeden Fall. Ja, mach das mal. Danke, Damir. Auf jeden Fall war eine schöne Saison von dir. Danke. Mach's gut. Alles Gute. Bleib gesund. Danke. Lukas Hirsch, du strahlst mit der Sonne um die Wette. Ich glaube, war ein ganz netter Saisonabschluss, Spiel gewonnen, super Stimmung, viele Leute immer noch da, aber auch immer verbunden mit Abschied. Du bist einer, der leider den Verein verlassen wird, deswegen haben wir uns hier kurz zusammengefunden. Wenn du so auf deine Lokzeit zurückblickst, gibt es so ein kleines Fazit über die ganzen Monate? Ich denke, ich war jetzt 2 Jahre hier, ich glaube, das waren richtig schöne 2 Jahre für mich. Hätte ich, glaube
so nicht gedacht, dass es so kommt, wie es ist. Aber es war wirklich 2 Jahre wunderschön. Mit dem Sieg gegen Chemnitz damals im Pokal, dann hier DFB-Pokal. Es waren einfach unfassbar schöne, eine unfassbar schöne Zeit und die werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, du hast so ein bisschen was schon angesprochen. Was ist so der schönste Moment, wenn man das so definieren kann? Gibt es den einen geilen Moment hier bei Lok? Habe ich, glaube ich, mehrere. Ich glaube, gegen Chemnitz damals im Pokal das zu gewinnen, in Unterzahl, Verlängerung 1-0, war ein richtig geiles Spiel von uns. Dann natürlich der DFB-Pokal gegen Leverkusen vor 6.000 oder so, war unbegreiflich. Und ich weiß, die Fans, die Sturbys sind hier einfach nicht normal. Und das im Hinspiel zu gewinnen, war, glaube ich, ein richtig geiles Gefühl. Und sind so die drei, wo ich, glaube ich, nie vergessen werde. Da jetzt eins rauszusuchen, ist schwer, ist sehr schwer. Du hast vor uns beim Interview, ich glaube mit der Presse, so den ein oder anderen flapsigen Spruch von Pfeffi bekommen. Wie sehr wird dir die ganze Stimmung in der Mannschaft, das ganze Mannschaftsgefühl fehlen? Sehr, also ich, auch privat waren wir so gut befreundet. Ich war bei Pfeffi daheim, mit Fußball schauen, mit Jamal, Farid, mit jedem eigentlich auch privat so gut verstanden. Und ich glaube, das ist auch nicht normal so. Und unfassbar traurig, dass es jetzt leider vorbeigeht, aber so ist der Fußball und ich werde alles sehr vermissen. Du hättest jetzt die Gelegenheit vor der Weltöffentlichkeit zu sagen, wohin denn deine Reise geht. Wird man sehen. Ich wollte mich jetzt einfach noch auf die Saison konzentrieren, vor allem aufs Derby, jetzt Luckenwalde. Wird man sehen jetzt in den nächsten Wochen. Ich kann es leider noch nicht sagen, wohin. Ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster. Du wirst zumindest die Stadt verlassen müssen. Was wird dir denn an der Stadt Leipzig fehlen? Alles, alles. Ich habe mitten in der Stadt gewohnt. Ich glaube, wie oft wir essen waren, ich glaube, jeden zweiten Tag war Piano war gleich bei mir oder alles Mögliche. Also war schon immer, weil ich auch nicht, sage ich mal, der beste Koch bin, war man öfters mal essen. Ja, da ist was rauszusuchen, gibt's nicht, weil es ist einfach eine schöne Stadt. Aber über Essen gehen, ich glaube, ihr geht heute Abend zusammen alle essen, nochmal so mit großer Mannschaft und ganzer Verein und auch die Frauen sind mit dabei, wenn eine gibt. Und wie sieht dann die nächsten Tage bei dir aus? Geht's direkt in den Urlaub? Urlaub habe ich jetzt noch nicht geplant. Ich werde auf jeden Fall morgen in die Heimat wieder fahren, nach Augsburg. Ich war jetzt ein halbes Jahr nicht mehr daheim. Freunde, Familie, alle mal wieder sehen. Und gebucht habe ich jetzt noch nichts. Es wird, wenn dann, ein spontanes Ding. Aber einfach mal wieder Familie, Freunde, alles sehen. Das auf jeden Fall. Sehr schön. Dann bleibt mir zum Abschied nur, dir alles Gute zu wünschen. Viel Gesundheit, viel Erfolg, privat und natürlich auch sportlich. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass hier immer ein Kabinenplatz frei für dich ist. Alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. Unser Abschiedsinterview mit Eddie Lutschenka. Mensch, Eddie, hat nicht sollen sein mit dir in dieser Saison. Ganz wenig gespielt. Sag mal was dazu, bitte. Es ist immer natürlich schwierig. Als Spieler will man immer auf dem Platz stehen, weil wir trainieren ja nicht umsonst. Also wir wollen unsere bestmögliche Leistung dann am Wochenende auch auf dem Platz zeigen. Aber so ist es manchmal. Und ich persönlich habe jeden einzelnen Tag auf dem Platz sowie auch außerhalb hier in Leipzig genossen. Will mich auch bei den Fans bedanken, die mir unfassbar viele Nachrichten zugeschickt haben, die mich immer supportet haben, mich immer unterstützt haben und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Vielen Dank an den Verein, vielen Dank an die Leute, die wahnsinnig viel dazu beigetragen haben und ja, alles mit Liebe gemacht. Danke sehr. Für unsere Fans war es ein sehr emotionaler Abschied für dich, auch am Ende in der Kurve. Da stand auf dem Plakat zu lesen, Eddie, 28 Minuten reichen für unser Herz. Das war der Dank von unseren Fans an dich. War ein schöner Abschied, ne? Eine unfassbar schöne Geste, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also vielen lieben Dank. Riesen Dankeschön an die ganzen Fans, die das Ganze auch organisiert haben, aufgeschrieben haben, hochgehalten haben. Vielen lieben Dank dafür und ich weiß es unfassbar zu schätzen, wirklich. Dankeschön dafür und die nächste Saison kann nur besser werden. Auf jeden Fall, bei deinem neuen Verein wirst du sicherlich mehr spielen dürfen als in dieser Saison. Dankeschön. Vielen Dank. Robert Berger, Sonne scheint, ein wunderbarer Saisonabschluss, Lok Heimsieg, trotzdem so ein paar traurige Emotionen, der Alexander Vogt fällt durchs Bild. Traurige Emotionen deswegen, weil wir natürlich auch ein paar Spieler verabschieden, unter anderem dich, sehr, sehr großes Leider steht da dahinter. Du gehst zum CFC, ist seit ein paar Wochen schon bekannt. Wenn du 5 Jahre Lok so ein bisschen Revue passieren lassen kannst, was bleibt dir da als erstes in Erinnerung? Ja, also erstmal vielen lieben Dank. Ja, das war halt eine aufregende Zeit gewesen. Ich glaube, ich bin damals als 18-, 19-Jähriger hierher gekommen zu Lok. Eine gute Regionalligamannschaft,
Und ich glaube, wir haben in den 5 Jahren schon was Großes aufgebaut. Mit dem Meistertitel, wo wir Meister wurden, mit dem Pokalsieg. Ich glaube, vor 5 Jahren hätte keiner gedacht, dass wir das erreichen als Verein oder als Mannschaft. Und darum macht es mich umso stolzer, ein Teil der Mannschaft gewesen zu sein. Und es wird halt immer für mich eine schöne Erinnerung bleiben, eine schöne Zeit bleiben. Ich werde auch immer, wenn es irgendwie eine Möglichkeit ergibt, auch mal hier beim Spiel vorbeizukommen. Weil 5 Jahre ist halt trotzdem eine lange Zeit gewesen. Und dennoch habe ich für mich persönlich meiner Familie entschlossen, einen Tapetenwechsel zu machen, dass ich vielleicht mal was Neues ausprobieren werde. Und so ist es dann halt Chemnitz geworden. Du hast angesprochen, es sind vorrangig familiäre Gründe. Was glaubst du, kann der CFC vielleicht auch im Vergleich zur Loksche im nächsten Jahr in der Saison reißen, in der Liga reißen? Ja, was jetzt Chemnitz oder was wir nächstes Jahr machen werden, das werden wir sehen. Ich glaube, der Plan und die Struktur, die halt in Chemnitz vorhanden ist, die ist halt in der Regionalliga super. Und was die Ziele oder die Ansprüche für die nächste Saison betrifft, werden wir halt sehen. Wir haben ja auch dieses Jahr gesehen, wie in Anführungsstrichen geisteskrank die Liga ist. Es sind halt, glaube ich, 6 Mannschaften über 71 Punkte. Das ist halt wirklich Wahnsinn, weil in der Liga ist es halt einfach eng und jeder kann halt jeden schlagen. Da kannst du nicht vor der Saison reingehen und sagen, du willst unbedingt Erster werden oder Meister werden, weil dafür ist die Liga zu stark. Jetzt kommt noch Erfurt dazu, Viktoria steigt ab. Auf jeden Fall ist es eine geile Liga und jedes Spiel ist gefühlt ein Highlight, weil jedes Spiel halt einfach bei 0-0 anfängt und jedes Spiel ist halt einfach geil. Das sind 5 Euro ins Phrasenschwein schon mal. Du hast angesprochen, 5 Jahre gute Mannschaft, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, in den 5 Jahren hat man fast immer 5 verschiedene Mannschaften. Kannst du denn so 1, 2, 3 Mitspieler mal rausheben, wo du sagst, boah, das sind richtig gute Kicker und die werde ich vermissen im Zusammenspiel als Mannschaftskameraden, auch als Menschen? Also auf jeden Fall Jamal. Also mit dem war ich, glaube ich, von Tag 1 haben wir uns immer gut verstanden. Der war auch mein Zimmerkollege. Wir haben früher nebeneinander gewohnt. Er hat von klein auf bis groß hat er jedes Wachstum mitgenommen. Also ihn werde ich definitiv vermissen und werde auch den Kontakt zu ihm pflegen. Ja, und sonst vom Fußballerischen natürlich mit dem Pfeffi, mit dem habe ich 5 Jahre zusammengespielt, also auf dem Platz. Wenn er mir halt ein Fingerzeichen gegeben hat, dann wusste ich halt, was er halt von mir will. Weil dafür waren wir dann halt schon gut harmoniert. Aber im Endeffekt muss man halt trotzdem sagen, egal, alle Jungs, die halt hier sind, die haben halt was Besonderes in sich. Ob es jetzt mit dem Luca ist, den du ab und zu mal ein bisschen hochziehen kannst und er wird halt fest. Oder halt ein Farid oder über Boggy und Damia, die halt beide sozusagen bei uns halt die Schwestern sind, weil die halt nur zusammenhängen und du halt trotzdem mit dem Spaß haben kannst. Also ich muss sagen, wir waren eine geile Truppe gewesen. Wir haben uns gut verstanden, auch in der Corona-Zeit, wo wir nur 3-mal in der Woche trainiert haben, trotzdem den Sachsenpokal gewonnen haben, was eigentlich Wahnsinn ist für unsere Verhältnisse. Wir haben den kleinsten Kader gehabt. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn wir nicht Corona gehabt hätten, dann wäre die, sag ich mal, wären wir bis zum letzten Spieltag definitiv oben dran geblieben, weil dafür haben wir einfach zu eine gute Saison gespielt. Unbeschritten. Gibt es denn auch einen Trainer in 5 Jahren, wo du sagst, boah, bei dem habe ich so viel gelernt, der hat mich als Fußballer und als Mensch auch wirklich vorangebracht und entwickelt? Ja, also Scholle war ein spezieller Typ gewesen. Ob es Herr Wolf war, der menschlich, muss man sagen, vom Fachwissen überragend war. Aber ich muss sagen, für mich habe ich in den letzten 2 Jahren unter Alme noch einen gewaltigen Schritt gemacht. Also nicht nur fußballerisch, sondern meine Effizienz. Ich glaube, ich hatte noch nie in der Saison, glaube ich, 9 Vorlagen oder 8 Vorlagen, die ich jetzt habe, hatte ich noch nie gehabt. Und auch so, glaube ich, ein paar Tore eingeleitet. Also unter Alme habe ich in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel gelernt. Ich verdanke ihm halt auch wirklich viel als Trainer und als auch Mensch. Ist super. Deswegen tat es mir auch leid, als ich ihm damals meine Entscheidung mitgeteilt habe, weil das war für mich halt auch, es war halt traurig gewesen. Also die Entscheidung ihm dann halt mitzuteilen und der hat es halt auch nicht damit gerechnet. Ich glaube, viele haben es nicht damit gerechnet. Aber umso mehr verdanke ich trotzdem Alme, dass er mir in den 2 Jahren das Vertrauen geschenkt hat und ich unter ihm trainieren konnte. Sehr schön. Ganz kurz, so ein halb privater Abstecher. Wie sehen jetzt die nächsten Tage bei dir aus? Ist morgen Klamotten abgeben? Ich glaube, heute Abend ist Essen gehen. Dann wird Auskleiden sein. Hast du Urlaub geplant, bevor dann der neue Schritt in Chemnitz losgeht? Na, heute Abend gehen wir noch mit der Mannschaft und mit dem ganzen Präsidium was essen. Morgen früh fliege ich dann gleich in Urlaub. Und bin dann erstmal für 8 Tage halt im Urlaub mit meiner Familie, was
glaube ich, auch in der jetzigen Zeit mit den ganzen Spielen und auch durch Corona auch mal gut ist, dass man halt mit der Familie einfach mal wegfährt und ein bisschen abschalten kann. Ja, und sonst habe ich noch zwei Hochzeiten vor mir. Vor meinem bester Kumpel heiratet und Paul heiratet ja. Und dann geht's in die Vorbereitung. Wir werden halt trotzdem erstmal das erste halbe Jahr halt auch, werde ich in Leipzig wohnen bleiben. Weil dafür war die Zeitspanne mit der Bekanntgabe und dem Wechsel zu kurzfristig, weil es standen halt immer bei mir zwei Optionen im Raum. Und deswegen habe ich mich dann auch für Chemnitz entschieden, weil ja, die Familie von meiner Frau da eher näher wohnt. Dann fängt die Vorbereitung an und den Rest werden wir dann halt sehen. Was war die andere Option? BFC. Okay, dann werte ich jetzt mal nicht, ob der CFC besser oder schlechter als der BFC ist. Mir bleibt jetzt dir alles Gute zu wünschen, viel Gesundheit, verletzungsfrei. Mindestens einmal sehen wir uns ja hoffentlich, wenn du mit dem CFC hier zu Gast bist. Und dann alles Gute, privat wie sportlich. Bleib so, wie du bist. Danke. Tom, der perfekte Abschluss heute mit einem Tor. Mensch, in der letzten Minute, die letzte Sekunde als Joker nochmal das 11. Saisontor nachgelegt. Besser geht's nicht, oder? Ja, so war natürlich für mich jetzt auch was Besonderes, dass ich den Fans noch mal ein kleines Geschenk von meiner Seite aus machen konnte. Ja, aber auch ein bisschen emotional in dem Moment, weil ich genau, okay, direkt danach war der Abpfiff und ja, das war es eben leider. Okay, auf jeden Fall genauso viele Tore wie die Rückennummer 11, wenn wir alle richtig gezählt haben. War eine gute Saison von dir trotzdem, warst immer da, wenn wir dich gebraucht haben. Da ist, denke ich, auch die Mannschaft ganz dankbar für die 11 Saisontore. Ja, also ich denke, dass ich, wenn ich gespielt habe, dass ich versucht habe, meine Leistung zu bringen. Das klappt halt manchmal mehr, manchmal weniger. Ich denke, die Mannschaft weiß, was er an mir hat und andersrum muss ich auch, was ich an ihn habe. So, es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass es zu Ende geht. Okay, und so rückblickend auf die Saison nimmst du hoffentlich auch vieles Positives mit? Ja, sehr viel. Also es war also wirklich ein geiler Verein. Schöne Momente mit den Jungs gehabt. Die Fans wirklich, es war jetzt am Anfang, war das Verhältnis nicht ganz so gut. Aber es hat sich über die zwei Jahre wirklich sehr, sehr schön entwickelt und es hat wirklich riesen Spaß gemacht. Okay, und am Ende nochmal bezogen auf das Wochenende. Was war denn in Deutschland spannender, die deutsche Meisterschaft oder einen Sieg gegen Luckenwalde zu holen? Also eindeutig, der Sieg gegen Luckenwalde. Ich meine, wir haben zu Hause nicht ganz so viele Siege leider geholt. Deswegen wollten wir den Fans heute nochmal was bieten. Das haben wir geschafft. Ich denke, wir haben allgemein ein gutes Spiel gemacht. Hätten noch wesentlich mehr Tore fallen können. Und jetzt konnten wir die Saison mit einem schönen Sieg beenden. Die Sätze wiederholen sich ein bisschen mit diesen möglichen Siegen auf jeden Fall. Egal, sei es drum, 71 Punkte, 6. Platz. Seid ihr als Mannschaft zufrieden mit der Saison? Was heißt zufrieden? Ich denke, wenn man 71 Punkte holt, ja, zeugt das irgendwo von Qualität der Mannschaft. Die Liga ist an der Spitze sehr, sehr eng. Da gibt es wirklich 5, 6, 7 Vereine, die viele Punkte geholt haben. Und wir sind eine der Mannschaften. Man hätte halt vielleicht Zweiter, Erster, man hätte aber auch Siebter oder Achter werden können. Und wir haben das, denke ich, wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Okay, und wie sieht deine Zukunft aus? Kannst du uns schon verraten, wo du nächste Saison deine Schuhe schnürst oder welche Farbe dein Trikot hat? Also ihr braucht keine Angst haben, Chemie wird es nicht sein. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe die zwei Jahre ja sehr, sehr genossen. Ich wäre gern länger geblieben. Wo es jetzt hingeht, ist komplett offen. Also vielleicht noch nicht mal die Regionalliga Nordost? Das ist, ja, also kann sein, dass es auch ganz anders hingeht. Okay, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für die Saison, für die nächste Saison und dass du da auch wieder ordentlich triffst. Danke, Natter. Ja, geil, oder? Ja. Hey, jetzt was anderes.